In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen super easy Kissenbezug mit Hotelverschluss nähen könnt. Hallöchen im Makerist Nähcafé, ich bin Bettina und ich habe heute für euch das einfachste Nähprojekt aller Zeiten, was auch unfassbar schnell geht und was jeder von euch sofort aus dem Stand nähen kann. Und zwar ist das ein Kissenbezug mit Hotelverschluss. Das ist unfassbar einfach, weil das tatsächlich einfach nur zwei Nähte braucht und man diesen Kissenbezug schon fertig hat. Wir nehmen noch zwei extra Nähte, um wirklich auch die Enden schön abzuschließen und die Kanten zu säumen. Aber im Endeffekt geht es super, super schnell und könnte nicht einfacher sein. Und wir haben dafür auch Besuch von einem alten Bekannten, und zwar vom Kaktus, den wir appliziert haben. Vor einer Weile haben wir an diesem Stück gelernt, wie man appliziert und eben hier geguckt, wie das mit Webwaren ist, wie das mit Stoffen ist, die nicht versäubert werden müssen, wie das mit Flieseline, Flisofix und so weiter funktioniert. Und ich habe euch gefragt, was wir aus diesem halbfertigen Projekt machen. Und ich habe sehr viel Rückmeldung bekommen, dass ihr euch einen Kissenbezug wünschen würdet. Und dem kommen wir nach und machen jetzt eben diesen super easy, mega einfachen Kissenbezug. Neben eurem Stoffquadrat, was ich jetzt hier habe, 35 x 35 cm, braucht ihr noch mehr Stoff. Da reichen jetzt zwei kleinere Rechtecke, die dann eben an dieses Stück angenäht werden, sodass wir dann weiter damit arbeiten können. Ich habe mich hier für Canvas entschieden, genau wie der Oberstoff hier schon. Der ist auch 35 cm breit und ca. 30 cm lang. Und das braucht ihr zweimal und damit geht es jetzt direkt los. Unser Quadrat werden wir jetzt eben mit den anderen Stücken zu einem großen Rechteck, quasi zu so einer Stoffbahn, verlängern. Dafür nehme ich mir hier schon mal mein eines Rechteck und lege es rechts auf rechts mit dieser oberen Kante bündig, so, und stecke mir diese Kante fest, sodass ich sie einmal festnähen kann. Bei einem Canvas braucht ihr nicht so viele Nadeln, der ist sowieso nicht sehr rutschig und bleibt sehr schön da, wo er sein soll. Hier wird jetzt einmal entlang genäht. An der Nähmaschine ist ein einfacher Geradstich eingestellt, mit dem könnt ihr hier wunderbar nähen. Und ich nähe einfach Nähfüßchen breit, das sind ungefähr 0,7 cm. Am Anfang nicht vergessen zu verriegeln. Auf diese Weise habt ihr euer Quadrat schon mal in ein Rechteck verwandelt und genauso geht es jetzt auch mit dem anderen Stück und der unteren Kante weiter. Einmal rechts auf rechts aufstecken und annähen. Ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich ein schnelles Nähprojekt nähe, dann versäuber ich nicht alles anständig. Normalerweise, wenn ihr sehr ordentlich arbeiten wollt, hättet ihr jetzt hier diese ganzen offenen Kanten von allen Nähstücken einmal mit einem Zickzackstich oder zum Beispiel an der Overlock versäubert. Das sparen wir uns heute. Was wir uns aber nicht sparen und was ich euch unbedingt immer, immer wieder ans Herz lege, ist, anständig zu bügeln, weil das macht tatsächlich jedes Nähstück schöner. Und deswegen werden wir jetzt auch die Nähte, die wir gerade genäht haben, hier oben und hier unten, einmal auf der linken Seite auseinanderbügeln. Die ersten Nähte sind wunderbar auseinandergebügelt. Ihr braucht das Bügeleisen aber noch gar nicht weglegen, denn jetzt werden die Säume, die später noch sichtbar sind, erstmal mit dem Bügeleisen gebügelt und dann vernäht. Dafür dreht ihr euer Stück wieder auf links und habt nun hier eure kurzen Endstücke. Also auf der linken Seite einmal dieses hier unten, diese 35 cm Strecke und die andere. Und diese Strecken werden jetzt beide um je 6 cm nach innen geschlagen und einmal festgebügelt. Dabei ist es sehr ratsam, ein Handmaß zu benutzen, weil man so sehr sauber bügeln kann. Wenn ihr euren Saum erstmal so umgebügelt habt, könnt ihr natürlich hier direkt eine Naht setzen und alles ist fixiert. Damit das aber noch ein kleines bisschen schöner aussieht, habe ich einen kleinen Trick für euch. Und zwar schlagen wir jetzt dieses Stück einfach nochmal zur Mitte und falten dann um. So. So habt ihr direkt eine saubere Kante, auf der ihr gleich entlang nähen könnt. Hier wird natürlich nochmal drüber gebügelt. Jetzt feststecken und nähen.
Ihr näht auch hier in einem einfachen Geradstich. Und natürlich verriegeln. Genau das gleiche, also einschlagen beim Bügeln und dann einmal entlang nähen, macht ihr jetzt auch für die andere Kante. So sieht euer Projekt jetzt aus. Wir haben also aus dem Quadrat ein Rechteck gemacht und werden jetzt aus diesem Rechteck wieder ein kleines Quadrat falten. Und das ist dann am Ende unser Kissenbezug mit Hotelverschluss. Dafür legt ihr eure Stoffbahn gerade auf den Tisch und legt die rechte Seite nach oben, sodass ihr jetzt die Klappen einfalten könnt. Ihr könntet natürlich auch, anstatt Rechtecke und Quadrate zusammennehmen, tatsächlich einfach schon direkt mit einem großen Rechteck beginnen. Wir haben jetzt eben diese kleinen Teile. Ihr werdet jetzt einfach die obere Klappe nach innen falten. Die wird, wenn wir das Stück umstülpen, oben liegen, was sehr schön aussieht beim Kissenbezug. Das zeige ich euch dann gleich. So. Und da drauf faltet ihr jetzt die untere Klappe. So sind wir wieder bei unserem Rechteck. Und jetzt kommen unsere zwei Nähte genau an diesen Kanten entlang. An den Stellen, an denen ihr zu den umgeklappten Säumen kommt, müsst ihr etwas langsamer nähen, weil dort sehr viele Stofflagen aufeinandertreffen. Wenn ihr alle offenen Fadenenden abgeschnitten habt, könnt ihr jetzt einmal in diese Lasche greifen und das ganze Ding umstülpen. Die Ecken könnt ihr toll mit den Fingern oder mit einem spitzen Gegenstand ausformen. So, da ist er, der Kissenbezug. Und hier seht ihr den Hotelverschluss. Da kommt das Kissen rein. Und wenn es drin ist, ist alles sauber verschlossen und das ganz ohne Knöpfe, Reißverschlüsse, Klettverschluss, was auch immer. Jetzt habe ich auch ein kleines Kissen reingesteckt und ihr seht, es ist ein richtig süßes Kissen geworden, das auch mega unkompliziert funktioniert, weil hinten eben dieser Hotelverschluss ist, wo das Kissen einfach reingestopft wird. Da macht man dann einfach so ein bisschen zu und das Ganze hält wunderbar. Ja, das ist also aus unserem applizierten Kaktus geworden. Ihr könnt natürlich alle möglichen Motive und Stoffe für sowas verwenden. Im Moment sind auch sehr angesagt so ein bisschen Boho-Ethno-Motive auf Kissen oder was auch immer geht, ist so ein schönes, großes Samtkissen. Da könnt ihr wirklich alles probieren und ja, ich hoffe, dass ihr da ganz easy eure eigenen Kissen nähen könnt. Das war unser Kissenbezug mit Hotelverschluss. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich endlich dieses Stoffstück mit dem Kaktus verwenden konnte, weil sonst wäre es ewig im Regal versauert. Und so finde ich es nochmal einen tollen Nutzen. Ich bin sehr gespannt auf eure Projekte und will natürlich gerne wissen, ob ihr dieses Projekt auch so einfach fandet wie ich. Und ja, das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren unten da lassen. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und empfehle euch die Themenseite zu diesem Video. Da gibt es noch ein paar mehr Ideen für Kissenbezüge, Stoffe, Applikationsvorlagen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssi!